Was soll ich denn machen? Ich weiß einfach nicht, wo ich ansetzen soll. Ich bin gefangen in meinem Alltag. Guten Morgen! Wisst ihr, wie schlimm das klingt? Könnt ihr euch vorstellen, wie furchtbar sich das für einen Außenstehenden anhört, einen Menschen unglücklich zu sehen, der doch in diesem Land alle Möglichkeiten hat, glücklich zu sein? Einen Menschen gefangen in einem virtuellen Raum an Gedanken und Emotionen, der in einer Welt des Luxus und der Sorglosigkeit leben könnte, aber sich scheinbar freiwillig in einer Welt der Pflichten und der Depression aufhält. Das begegnet mir, ich kann das nun mittlerweile wirklich auch so sagen, täglich. Täglich begegnen mir Menschen, die aus ihrer Situation nicht heraus können. Dabei sind die Dinge doch so einfach. Denken abschalten, machen. Kopf abschalten ist schwierig? Nein. Manchmal muss man gar nicht abschalten und dann machen, sondern man macht und schaltet dabei ab oder schaltet gar nicht ab und macht trotzdem. Ein schönes Beispiel ist auch immer die Menschen, sind auch immer die Menschen, die seit x Rohkostpotlucks immer mit dem Gedanken gespielt haben zu kommen und dann letztlich doch in ihrem Alltag gefangen waren und nicht gekommen sind. Dann gibt es aber die, die dann einfach im Internet mit 2 Klicks an irgendeinem Abend den Fernbus gebucht haben für diesen Tag. Und dann kommen mussten, weil sie sich selber vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Genauso sage ich dir jetzt, genau in diesem Moment, balle doch einfach mal die Faust und sage ja, mach das jetzt mal. Hast du es geschafft? Konntest du einfach die Faust ballen und ja sagen? Oder hast du einfach mein Video jetzt mal so durchrieseln lassen? Wenn du es geschafft hast, dann bist du nicht gefangen in deinem Alltag. Du hast dir gerade das Gegenteil bewiesen. Wenn du es nicht gemacht hast, dann hast du jetzt noch einmal die Möglichkeit, die Faust zu ballen und zu sagen, ja! Wenn du in der Straßenbahn sitzt, dann brülle geistig. Diese Faust und das Ja, was du jetzt gemacht hast, das gehört wahrscheinlich nicht zu deinem Alltag. Aber du hast es jetzt geschafft, da rauszukommen. Du bist gerade deinem Alltag entflohen. Das, was alltäglich ist. Du hast die geistige Stärke und die körperliche Kraft aufgewendet, um etwas zu tun, was du normal jetzt nicht getan hättest. Es ist also möglich. Es ist eine Option in deinem Leben. Du kannst es. Du hast es gerade bewiesen. Und mit diesem Wissen, dass es möglich ist, dass du nicht in deinem Alltag gefangen bist, da bist du schon ein ganz, ganz großes Stück weiter. Es geht um die Dinge, die du dir vornimmst. Ich habe dazu schon mal ein sehr gutes Video gemacht mit einem, ja, einer Art Trainingsplan, wie du es schaffst, dass du deine Vorsätze auch einhalten kannst. Das findet ihr oben in der Infokarte. Entscheidend ist erstmal, dass du erkennst, dass es möglich ist. Aus dem Alltag, jetzt in dem Fall, aus dem Alltag auszubrechen. Und das erkennst du, indem du es tust. Und das hast du jetzt getan. Und nun brich einfach weiter, konsequent aus deinem Alltag aus. Mit kleinen Dingen. Mit ganz, ganz kleinen Dingen. Nicht den Beruf wechseln oder auswandern oder deinen Partner verlassen. Kleine Dinge. Wenn du die Haustür hinter dir zu machst, dann lächle einfach mal. Einfach mal eine Pirouette drehen in der Wohnung oder einfach mal die Faust ballen und ja sagen. Du wirst immer mehr durch diese kleinen Dinge realisieren, wie du überhaupt nicht gefangen bist, sondern wie du dir einredest, dass du gefangen bist. Aber du bist nicht gefangen, sondern du definierst deinen Alltag immer wieder neu. Und das realisierst du, wenn du jeden Tag ausbrichst aus diesem Alltag. Na, wenn du jeden Tag eine kleine Ding anders machst, na, das kann einfach mal klatschen sein, was du vorher nicht gemacht hättest. Aber du sagst, also die Intention dahinter ist wichtig. Du sagst deinem Körper, du sagst deinem Geist, hey, ich mache jetzt was anders. Ich habe, bin jetzt aus meinem Alltag ausgebrochen. Ich habe was anderes gemacht. Das sind kleine Dinge. Aber damit entsteht in euch eine Sicherheit, eine Basis. Das kann Wochen dauern, das kann auch Jahre dauern. Aber diese Basis kommt, wenn du wirklich konsequent im Alltag Dinge anders gestaltest. Es ist völlig irrelevant, was das ist und ob diese Dinge einen Sinn machen, die du anders machst. Aber du baust einfach ein neuronales Netz auf, dass du den Alltag veränderst. Dass du
deinen Alltag durchbrichst. Und dann, wenn dein Unterbewusstsein die Sicherheit, die Überzeugung und die Erfahrung hat, dass du deinen Alltag änderst, dann kommen automatisch die großen Sachen. Geh auf keinen Fall die großen Sachen zuerst an, wenn du schon weißt, dass du Probleme hast, dass du dich im Alltag gefangen fühlst. Wenn du dann scheiterst immer wieder an diesen größeren Dingen, dann merkt sich das auch dein Unterbewusstsein. Und ja, und du denkst und du spürst dann eben auch, dass du gefangen bist. Aber du bist natürlich nicht gefangen. Keiner ist gefangen. Niemand. Du denkst, dass du gefangen bist. Aber wenn du das so denkst, dann ist das ausgehend von deinen Erfahrungen und dann ist das für dich Realität. Ne? Jemand, der irgendwie eine Angst hat vor Spinnen und die Spinnen kommt, dann hat man in dem Moment Angst, obwohl man keine Angst haben bräuchte. Die Angst ist einfach durch gewisse Sachen, ja, durch Erfahrungen oftmals, ja, Erlebnisse, ist er einfach in einem dann real geworden. Und genauso ist dieser Glaube, dass man gefangen ist in seinem Alltag, das ist eine Realität, die keine ist. Das ist definitiv so. Niemand auf dieser Welt ist in seinem Alltag gefangen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit auszubrechen, mal die Faust zu ballen und sagen, ja! Warum und deswegen ist scheißegal. Einfach Faustballen und ja sagen. Ist ausgebrochen aus dem Alltag. Das müsst ihr euch wirklich vergegenwärtigen. Ne? Und ja, also ist zum Beispiel so, du spürst derzeit eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, der du nicht entsagen willst und der du dich verpflichtet fühlst und du dich deshalb auch gebunden fühlst, oder du spürst einen finanziellen Druck, weil du gewisse Verpflichtungen, Lebensstandards hast. Ne? Und diese Dinge, das sind wirklich große Dinge, die brauchen wirklich viel Mut und ein ganz stabiles Mindset, um diese zu ändern. Aber das musst du dir erstmal aufbauen. Um diese Dinge zu ändern, brauchst du erstmal quasi so einen Hebel und das ist die Stabilität. Und den musst du dir erstmal aufbauen mit den kleinen Dingen. Die großen Dinge, die können nicht einfach geändert werden. Da muss in deinem Körper und Geist wirklich vieles zusammenkommen an Stabilität, an Kraft, dass da auch ein Impuls kommt und du die Dinge auch tatsächlich angehst. Konzentriere dich also nicht auf die großen Dinge. Fokussiere nicht auf die großen Dinge in deinem Leben, die falsch laufen. Und setz da deine Energie rein, sondern setz die Energie und den Fokus auf die Entwicklung deiner Persönlichkeit. Geh kleine Schritte, um dich selber aufzubauen. Mach Dinge anders. Tu nicht wirklich niemals die großen Dinge für dich visualisieren, mit denen du unzufrieden bist, die du nicht ändern kannst. Du kannst natürlich ganz am Anfang mal probieren, ob du sie ändern kannst, aber wenn du schon merkst, dass du immer wieder scheiterst, langsam depressiv wirst, weil du in dem Alltag gefangen bist, dann lass die großen Dinge erstmal weg. Versuch sie zu akzeptieren, dass sie sind, wie sie sind. Mach die kleinen Dinge und vor allem machen. Selbst sinnlose Dinge, ich wiederhole mich da gerne, einfach machen, aus dem Alltag ausbrechen, kleine Dinge. Wirklich ganz ganz kleine Dinge wie ein Klatschen, einfach mal eine Banane verkehrt rum hinlegen, obwohl sie eigentlich ganz gut lag. Das sind Dinge, wo ihr ausbrecht. Nicht nachdenken darüber, machen. Der Rest, der kommt von ganz alleine. Deine Persönlichkeit baut sich Stück für Stück neu auf. Du transformierst dich und dann kommt der Punkt, wo du aus dem Alltag, der für dich wie ein Gefängnis ist, dieser große Alltag, in dem du da einfach austrittst. Und du erkennst, dass die Gefängnistür gar nicht abgeschlossen war. Vertrau mir, alles wird gut.